Ich bin der Sepp und ich erzähle euch jetzt was zu Ex Machina. In dem Regiedebüt von Alex Garland, der unter anderem das Buch zu 28 Days Later und Dread geschrieben hat, geht es um einen jungen Programmierer, der an einer Lotterie teilnimmt und den ersten Preis gewinnt, woraufhin er eine Woche zu seinem Chef fahren darf. Habe ich schon erwähnt, dass er Mitarbeiter des größten Internet-Suchunternehmens der Welt ist, das nicht Google heißt. Aber die Anspielungen waren doch etwas offensichtlich stellenweise. Auf jeden Fall gewinnt er diesen Preis und darf eine Woche lang zu seinem Chef, der mitten im Nichts wohnt. Er muss also auch mit dem Helikopter dorthin gebracht werden und bekommt die Aufgabe, in mehreren Sitzungen eine künstliche Intelligenz zu testen. Und zwar sollen diese Tests, das sind eigentlich einfach nur Gespräche und die Frage ist, ob eben Caleb, der Protagonist, feststellen kann, ob es sich tatsächlich um eine künstliche Intelligenz oder um einen echten Menschen handelt. Das ist so die Grundproblematik und relativ schnell entwickelt sich daraus noch eine kleine Beziehungsgeschichte und dann bekommt das Ganze noch einen kleinen hübschen Twist. Ja. Ja. Wenn ihr die Thematik künstliche Intelligenz geil findet und schon iRobot und Eagle Eye sehr gerne gesehen habt, dann solltet ihr auf jeden Fall auch Ex Machina schauen. Denn dieser Film behandelt das Thema einmal ein bisschen anders. Es geht hierbei mehr um den Entstehungsprozess der künstlichen Intelligenz und man erfährt ein bisschen mehr, wenn auch nicht wirklich fundiert, würde ich jetzt als Laie behaupten, etwas über die Wissenschaft hinter der künstlichen Intelligenz. Es gibt nicht einen Helden, der sich gegen diese künstliche Intelligenz aufstreben muss, um sie abzuschalten, sondern es geht einfach eher um die Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Und damit ist die Thematik vom Film einfach ein bisschen anders, was es den Film wieder sehr interessant macht. Außerdem solltet ihr den Film unbedingt gucken, wenn ihr Innenarchitekten seid oder Innenarchitektur studiert. Denn das Haus, in dem dieser Film spielt, ist einfach, also, geil. Da kann man nichts anderes zu sagen. Für Innenarchitekten ein absolutes Muss, dieser Film. Auch empfehlen kann man die schauspielerische Leistung von Oscar Isaac, der das Arschloch hier wirklich sehr überzeugend spielt. Und die Atmosphäre wirklich die ganze Zeit sehr unangenehm hält. Und man möchte wirklich, man ist froh, dass man nicht mit dieser Person in einem Raum ist und für den etwas machen muss. Und außerdem kann ich den Film sehr empfehlen, weil die Animationen insgesamt einfach sehr schön sind. Die Bilder sind sehr schön. Man hat sehr viele Spiegelungen. Man hat sehr viele Schüsse durch Glas, was gleichzeitig sehr viele Spiegelungen auch wieder ergibt. Es sieht einfach sehr schön aus. Die Animationen sind wunderbar. Meines Wissens ist der Roboter oder die Roboterin, die künstliche Intelligenz, auch nicht mal mit einem Greenscreen animiert worden. Da kann ich aber auch leider nichts Genaueres drüber sagen. Ja, optisch ist dieser Film absolut zu empfehlen. Und von der Thematik ist es mal etwas anderes. Kann man sich angucken, wenn man auf künstliche Intelligenz steht. Wenn ihr vorhabt, einen Jungs- oder einen Mädelsabend zu veranstalten, dann kann ich euch den Film nicht empfehlen. Denn man sollte schon sein Hirn einschalten und ein bisschen drüber nachdenken. Die Story und die Thematik regen einfach dazu an, dass man wirklich über den Film nachdenkt. Es ist nicht einfach nur sinnloses oder sinnvolles, geschmackvolles oder geschmackloses Geballer und auf die Fresse gekloppe, aber es ist auch kein romantisches Rumgeschnulze. Es ist wirklich ein Film zum Nachdenken. Und wenn ihr da keinen Bock drauf habt, kann ich euch Ex Machina nicht empfehlen. Wenn ihr außerdem auf sehr große Casts steht oder Monumentarfilme am liebsten guckt, dann ist der Film auch nichts unbedingt für euch, denn insgesamt kommt dieser Film, glaube ich, mit, lass mich nicht lügen, 8 Schauspielern Maximum aus. Und
nicht alle dieser Schauspieler geben eine wirklich gute Performance ab. Wie gesagt, Oscar Isaac ist sehr gut, der Protagonist. Leider ein bisschen dünn stellenweise, auch wenn er eben diesen, ja, dünnen, jungen IT-Menschen darstellen soll. Aber auch wegen schauspielerischer Leistung würde ich den Film nicht unbedingt empfehlen. Ansonsten, von der Thematik her und wenn ihr drüber nachdenken wollt und euch mit künstlicher Intelligenz ein bisschen beschäftigen wollt oder wenn ihr Innenarchitekten seid, dann guckt euch Ex Machina gerne an. Wir sind angekommen in der Endcard und jetzt gibt es wieder ein Fakt aus unnützes Wissen für Gamer. Kevin, sag mal Stopp. Stopp! Links oder rechts? Links. Eine Zahl zwischen 1 und 5? 3. Alles klar. Das Pokémon. Pokémon! Kevin, konzentriert. Das Pokémon Traumato basiert auf dem Fabelwesen Baku, welches in japanischen Legenden schlechte Träume isst, mit 2 S, und einem Tapir, dessen japanischer Name ebenfalls Baku ist, mit einem S. Ja, klickt auf die anderen schönen Videos. Ich kann sie nur empfehlen.